Hallo ihr Lieben, hier ist er wieder, euer Rizzo, und heute koche ich für euch das Valentins-Abendessen oder das Valentins-Candlelight-Hauptgericht zum sogar auch abholen, mitnehmen oder wie auch immer oder nachkochen, wie ihr das möchtet. Und zwar möchte ich euch zeigen heute die Florentiner Hähnchenbrust mit Spinat gefüllt, Rote Beete Risotto und Zuckererbsen dazu. Also bleibt dran ihr Lieben, bis gleich. Ihr Lieben, jetzt geht's wieder los und jetzt machen wir richtig Gas hier, richtig Vollgas. Und zwar Valentinstag ist heute das Thema. Ihr Lieben, Valentinstag, wenn ihr eurem Partner, eurer Partnerin einen Gefallen tun wollt, ihr wollt abends mal richtig cool auffahren, hey Schatz, ich habe gekocht heute für dich, dann ruft vorher den Rizzo an, bestellt euch die Florentiner Hähnchenbrust mit dem Rote Beete Risotto und den Zuckererbsen dazu und ihr habt null Arbeit. Ein paar Blümchen noch dazu, ein bisschen warm machen, ein bisschen finalisieren, ein bisschen schick anrichten und dann habt ihr einen schönen Abend auf jeden Fall, das garantiere ich euch. Also, schaut mal im Shop vorbei, da gibt es dann das eine oder andere, was gerade jetzt so zu Feiertagen, wie auch immer, oder mal, wenn es schnell gehen muss und ihr habt die Zeit nicht, dann habe ich das Richtige für euch vorbereitet. Oder der Louis, ne, mit seiner Karotten-Kokossuppe. Und dort muss ich noch dazu sagen, bei Lou seiner Karotten-Kokossuppe, alles, was dort an Einnahmen erzielt werden, tut der Louis nämlich investieren in eine Vespa. Louis, sein Traum ist eine Vespa und die will er sich mit der Karotten-Kokossuppe will er sich erfüllen. Also, helft ihm dabei, bitte. Ne? Gut, auf geht's. Wir fangen an und zwar werden wir als erstes mal hier den Spinat abziehen, das heißt ganz einfach ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Butter, Knoblauch und Schalotte mal ganz kurz anschwitzen, weil das kommt dann in die Hähnchenbrust halt mit rein. Also erstmal hier Schalotte, Knoblauch schälen. Da braucht es nicht viel, eine Knoblauchzehe. Und eine Schalotte. Wenn wir hier einmal dabei sind gleich, stellen wir uns noch eine Zwiebel mit für unseren Risotto, den wir dann noch mit ansetzen. Wo ist sie hin? Hier. Also, dann erstmal hier die Pfanne anschalten, Wok anschalten. Nehmt euch ein bisschen Butter. Ein bisschen Olivenöl. Die Schalotte. Mal ganz kurz hier kleine Würfelchen schneiden. Hopp, rein damit. So, hier haben wir wieder das Wurzelstück. Das können wir gleich hier in der Brühe mit versenken. Ich habe noch eine kleine Gemüsebrühe angesetzt für unseren Risotto. Hopp, rein damit. Die Knoblauchzehe. Und dann können wir uns hier schon die Zwiebel schneiden fürs Risotto mit. Das
bereiten wir uns gleich mit vor. So, hier das Endstück. Ab wieder in die Brühe. So, die Zwiebeln oder Schalotten hier in dem Fall, den Knoblauch, den tun wir glasig anschwitzen. Das kennt ihr ja schon. So, jetzt kommt hier der Spinat dazu. Den würzen wir mit Salz und Pfeffer. Nehmen wieder hier unser gutes Bergkernsalz dazu. Und die Pfeffermischung kennt ihr ja auch schon. Legendär. So, den ziehen wir hier einfach, wie gesagt, mal ganz kurz durch die Pfanne. Schön noch ein bisschen würzen, das ist wichtig. So, und das reicht schon. So, den lassen wir hier dann. Ziehen wir den ein bisschen breit, lassen den ein bisschen abkühlen. Und in der Zwischenzeit widmen wir uns hier unserem Hähnchen, unserer Hähnchenbrust. Heute habe ich mal ein ganzes Hähnchen organisiert. Und ich benötige heute nur davon die Brüste. Aus dem Rest, entweder kann man den Grillhähnchen, also die Hähnchenschenkel mehr oder weniger grillen. Oder wir verarbeiten sie ganz einfach zu einem Frikassee. Ne? Das würde das für mich heute bedeuten. Also, frisches Hähnchen hergenommen. Wir haben hier als erstes mal die Flügel wegschneiden. Schön am Gelenk durch und ab in die Brühe damit. Und jetzt möchten wir im Endeffekt, tue ich es gleich mal ganz auslösen hier. Schön am Gelenk mal durch. Im Endeffekt die Keule auslösen. So, jetzt haben wir hier noch die zwei Brüste. Schneiden wir hier schön oben am Knochen lang. Immer schön auf der ganzen Karkasse lang. Bis wir auch wieder beim Flügelknochen rauskommen. So, dasselbe noch auf der Seite.
So, hier auch wieder schön. Immer am Knochen lang, das ist wichtig. Und dann haben wir hier die zweite Hähnchenbrust. Das Stück nehme ich jetzt ganz einfach, das schmeiße ich nicht weg, sondern das kommt hier in unsere Brühe rein und bekomme jetzt hier eine wunderbare Hähnchenbrühe. Gut, jetzt haben wir hier noch die Innenfilets, die schneiden wir noch mit weg. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch in der Hinsicht dort die Hähnchenbrüste bestellen, aber wahrscheinlich bekommt ihr sie nicht mit dem Knochen. Ansonsten gibt es auch die Maishähnchenbrüste, die im Prinzip mit Mais gemästet werden oder gefüttert werden. Deswegen auch die gelbe Farbe. Und die gibt es natürlich in der Supreme-Variante mit dem Schenkelknochen halt dabei. So, wir schneiden uns hier auf jeden Fall erstmal eine Tasche. Ja, wenn ihr das hier so seht, schöne Tasche reingeschnitten. Dasselbe machen wir von der Seite auch. So, hier habe ich noch zwei oder drei ausgelöste Schenkel. Die werden wir ebenfalls füllen. Und das zeige ich euch jetzt. So, jetzt füllen wir uns hier die Hähnchenbrüste und dazu braucht ihr auf jeden Fall trotz all dem gleich noch eine Frischhaltefolie, den Spinat, drückt er mir ein bisschen aus, ab rein damit. So, jetzt rollen wir die ganze Geschichte im Prinzip zusammen und das machen wir in der Frischhaltefolie. Also die ist jetzt auch noch komplett ungewürzt, also Natur in der Hinsicht. Und jetzt nehmen wir uns hier den Knochen nach außen. Ne? Wichtig ist jetzt, dass er die Frischhaltefolie nicht mit einrollt halt. Ne? So, jetzt als kleinen Tipp hier schön über das Kochfeld, macht das wirklich zu einer richtig schönen straffen Roulade. Ne? Hep. Und dann nochmal einpacken, damit im Prinzip die Folie nicht aufgeht. Ne? So. Nummer 1. Jetzt machen wir das Ganze hier noch mit den Schenkeln. Aber hier können wir sogar eins machen. Und zwar machen wir hier eine größere Roulade davon.
So, hier. Also, ihr Lieben, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, die Geschichte zu garen. Ich habe natürlich die Technik hier, mit einem Dampfgarer zu arbeiten. Wenn kein Dampfgarer vorhanden ist, okay, kein Problem, schlag das nochmal in Alufolie ein und dann geht es ab im Prinzip Topf, mit, also in ein Wasserbad. Ne? Das darf natürlich nicht kochen, sondern wir lassen es ganz einfach dort eine halbe Stunde drin ziehen, dann wird es ausgepackt und dann wird es erst angebraten. Ihr bekommt es im Endeffekt, wenn ihr es bestellt, vakuumiert, so, ne? Das heißt für euch den Beutel ab ins Wasserbad, halbe Stunde drin lassen und dann anbraten. Ne? Aber eine genaue Beschreibung bekommt ihr natürlich dazu. Also, ich gebe die jetzt hier in den Dampfgarer. Machen wir 25 Minuten. So lange braucht nämlich auch unser Risotto. Und das ist Stichwort Risotto. Auf geht's! Katastrophe. Robert, machst du das? Wer sonst? Also, Risotto ansetzen haben wir ja schon mal in der Folge 3 gehabt, glaube ich, oder Folge 2. Aber ich finde ihn immer wieder geil. Das heißt, als erstes Olivenöl, ein bisschen Butter erwärmen, dann Zwiebelwürfel drin anschwitzen. Hopp, rein damit. Zwiebelwürfel anschwitzen, dann nehmen wir uns den Arborio-Reis dazu. Das ist wirklich der Risotto-Reis, der legendäre Risotto-Reis, der im Prinzip durch die Reibung an den Körnern so viel Stärke freisetzt, dass er im Prinzip dann die richtige, schöne, schlotzige Konsistenz bekommt. Dafür Grundvoraussetzung für ein Risotto erstmal der Arborio-Reis, meine Empfehlung. Dann eine gescheite Brühe dazu, ein bisschen Weißwein, Parmesan, Butter. Das sind so die Grundzutaten eines Risotto, des Grundrisotto. Und dann kommt natürlich immer die Frage, was möchte ich machen? Heute gibt es ein Rote-Bete-Risotto, davon nehme ich mir halt dann einen Rote-Bete-Saft daher. Möchte ich ein Steinpilz-Risotto machen, brauche ich Steinpilze etc. pp. Aber das wäre jetzt hier das Grundrisotto. So, jetzt geben wir hier Risotto dazu. Machen wir alles rein hier. Den schwitzen wir ebenfalls an. Schwitzio. Ah. Weißt du Bescheid, ne? Und wenn ihr wissen wollt, wie wirklich der original italienische, sizilianische Risotto gemacht wird, hey, fragt Alessio, oder? Oder bestellt bei Alessio. Also hier Risotto auch schön mit anschwitzen, die Risotto-Körner, die Reiskörner. So. Und dann schnappen wir uns erstmal einen Weißwein und löschen hier mit einem Weißwein ab. Also schön den Risotto hier immer rühren und sobald dann Flüssigkeit fehlt, gießen wir dann natürlich auf. Und in dem Fall habe ich ja hier eine schöne Gemüsebrühe. Oder jetzt in dem Fall ist es ja schon eine Hähnchenbrühe, weil wir ja ein bisschen Geflügel dazu gegeben haben. Immer wieder nach und nach gibt es ja was dazu. So, und der braucht in etwa genauso lange wie unser
unsere Hähnchenbrust im Dampfgarer oder bei euch dann im Topf zu Hause. Und wie gesagt, durch dieses schöne Rühren reibt ihr an den Reiskörnern. Und der sorgt dafür, dass der Risotto schöne Cremose wird. Cremoso. Gut, in der Zwischenzeit werde ich mal hier mich um die Zuckererbsen kümmern. Die müssen natürlich in der Hinsicht auch noch zugeputzt werden. Zwar her damit. Regie, ich bräuchte mal bitte mein kleines Messer aus dem Abwasch. Danke. Hast du es, Luis? Wunderbar. Vielen lieben Dank. So, genau. Unsere Zuckererbsen tun wir mal hier so zuputzen, in dem Fall, dass wir hier das Fädchen rausziehen. Na, schneiden wir die beiden Enden ab. Weil die haben natürlich dieses Strohige, was wir dann bei uns im Gericht nicht haben möchten. Deswegen putzen wir die ganz einfach weg. Ist auch eine schöne meditative Arbeit. Das heißt, ihr könnt euch vollkommen schön entspannen dabei. Oder ihr bestellt es halt fertig, ne? Dann braucht ihr euch darum nicht zu kümmern. So, dann nach irgendwie 5 Minuten oder sagen wir 10 Minuten maximal, wenn die Brühe dann wieder verkocht ist, nehmt ihr euch dann den rote Beetesaft daher. Gebt jetzt hier noch einmal Brühe auf. Wenn die dann weg ist, gibt es dann rote Beetesaft. Ja, im Endeffekt, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir hier zuzugucken. Wenn nicht und ihr noch nicht so weit geguckt haben solltet, dann tut es mir leid, weil ihr verpasst jetzt einfach mal den geilen Rote Bete Risotto. Ne? Niki, grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, euch wiederzusehen. Lange ist her. Ja. So, und ich habe gehört, du machst so ein bisschen einen kleinen Valentinstagsschmaus. Ich dachte mir, der steht als nächstes an. Ja. Von daher. Und da habe ich doch gleich gedacht, machst du das Passende dazu, weil zum tollen Gericht gehört natürlich eine passende Deko für ein Candlelight-Dinner. Und da du ja jetzt auch viel mit Versand bzw. Abholung in Boxen und machst, habe ich mein Gesteck diesmal auch versandfertig gemacht oder geeignet dafür. Sehr gut. Und zwar diesmal passend mit einer roten Rose. Es geht natürlich auch um eine andere Farbe. Und es ist nie irgendeine Rose, das ist eine gefriergetrocknete Rose. Das heißt, die hält ewig, solange wie die Liebe eigentlich auch halten sollte. Ne? So soll es sein. Und mit der Rose passiert nichts, man muss kein Wasser rangeben, nichts. Die hält, die bleibt so schön, wie sie ist. Und damit dann noch das passende Licht auf den Tisch kommt, kann man hier in das Gesteck dann eine Kerze reinmachen und man hat sein Candlelight-Dinner zu Hause. Sensationell. Ja, und dann kann man jederzeit immer mal eine neue mit reinmachen oder lässt dann so die Rose für sich drin und hat es als Erinnerung an so einen schönen Tag zu Hause stehen. Perfekt. Das ist heute mein Beitrag. Sehr gut. Ja, Niki, das können Sie bei dir wahrscheinlich auch im Blumenatelier so. Ne? Das haben wir immer da. Jetzt zwar nie mit einer Kerze, sondern nur mit so einer Rose drin, hübsch zurecht gemacht. In verschiedenen Farben. Die Rose gibt es von weiß über gelb, orange, rot. Es gibt sogar fast schwarz.
Ne? Also für jeden, wie er es gerne mag. Halt. Dann machen wir das mal vielleicht gleich so fertig, dass im Prinzip das Menü oder das Abendessen, das Candlelight Dinner, auch bei dir bestellt werden kann, komplett gleich mit allem drum und dran und bei dir abgeholt werden kann, oder? Selbstverständlich, ist gar kein Problem. So machen wir das. Trotz Corona für euch da. Immer in der Zeit von 9 bis 15 Uhr. Solltet ihr das in der Zeit nie schaffen, einfach telefonisch mich anrufen, dann vereinbaren wir einen Termin, wo wir das dann abholen können. Sensationell. Ja. Niki, ich würde sagen, wir stellen es einfach mal mit hier vorne hin, oder? Ich stelle es hier auf die Ecke. Irgendwie so. Oder hier daneben. Der Robert wird sich das dann gleich richten. Oder sein Kameraassistent. Genau. Niki, dann sehen wir uns später, oder? Du machst weiter. Ich mach mal weiter. Danke dir. So, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Flüssigkeit ist wieder weg. Jetzt schnappen wir uns hier den rote Betesaft. Erstmal nur einen Teil dazu. Was für eine geile Farbe, oder? So, und den lassen wir jetzt genauso einköcheln halt, ne? Rote Betesaft einköcheln. Derzeit werden wir hier uns dem Parmesan noch widmen, den Parmesan reiben. Und dann heißt es eigentlich nur noch die Hähnchenbrüste anbraten und die Zuckererbsen noch anschwitzen. Und ja, dann ist das Gericht soweit fertig. Zumindest erstmal vorbereitet. So, hier schön den Parmesan noch reiben. Der darf natürlich in dem klassischen Risotto nicht fehlen. Also da muss auch reichlich rein. Gut, also wie gesagt, hier auch wieder schön alles sauber halten. Und kommen wir nochmal dazu, für euch zu Hause, falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt oder wie auch immer, Valentinsessen mit der Blume, mit der gefriergetrockneten Rose von der Nicole. Kerzchen dazu. Hey, was soll an dem Abend schief gehen? Das Essen ist fertig, Kerzel an, schöne Flasche Wein noch dazu und dann hast du den wunderbaren Abend mit deiner Liebsten oder mit deinem Liebsten zu Hause. So, rein damit. Was wir natürlich noch nicht dran haben, ist der Pfeffer. Gebt mir noch was zu. Mit dem Salz halte ich mich zurück. Erstens, weil meine Brühe natürlich eine gewisse Würze hat. Der Parmesan bringt noch eine Würze mit. Von daher machen wir da lieber erstmal wirklich Piano. So, kleines Töpfchen noch für unsere Zuckererbsen. Die Zuckererbsen, wo ist sie hin? Schön in Butter, bisschen Honig dazu. Da ist er. Ist wieder kalt, Konrad ist drauf. Reicht. So, und ich denke, wenn die Flüssigkeit dann hier weg ist, sollte das schon fast passen. Robert, ist das was für dich? Rote Bete Risotto? Noch nie gegessen? Nee. Robert, jetzt mal eine kurze Frage an dich. Was ist denn dein Lieblingsessen? Was soll ich denn mal für dich kochen? Haben wir schon. Was denn? Rinderbolade.
Rinderroulade. Aber die kannst du jeden Tag geben, oder? Ja. Bei mir auch. Hast du noch ein anderes Lieblingsgericht? Ja. Bitte? Rinderroulade. Okay, passt auf. Nächste Woche kochen wir ganz einfach mal ein schönes ungarisch oder eine schöne ungarische Gulaschsuppe. Seid ihr dabei? Ich hoffe schon, oder? Robert, du bist auf jeden Fall dabei, oder? Also, nächste Woche ungarische Gulaschsuppe. Gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, alles geht von allein. Ne? Also Risotto, ein bisschen hin und her rühren, klar. Zuckerschote, die werden wir wenigstens mal noch halbieren. Das können wir jetzt noch machen. Naja, wir machen doch nochmal hier alles rein. Alles rein. So, die Erbsen nochmal halbieren, Flux. Wie viel Zeit noch? 4 Minuten. Ich denke mal, die nehmen wir jetzt raus, Robert. Und dann brutzeln wir hier mal an, die ganze Geschichte. Weil wir haben doch keine Zeit. Das muss doch raus. Das muss doch verschickt werden jetzt, oder? Abpacken. Andele, andele. Arriba, arriba. Jetzt war was anderes, oder? Du, 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 du. Aha. Gut, 3 Minuten. Zeit ist um jetzt hier. So, die packen wir jetzt aus. Und zwar nehmt ihr euch da mal ein bisschen Küchenkrepp auf jeden Fall hier. Damit. Brauchen wir ja die dünnere hier. Also hier. Schön hochheizen. Nehmen wir uns dann wieder ein Pflanzenöl, in der Hinsicht hier ein Rapsöl zum Braten. Das war auf jeden Fall was anderes. Jetzt kommt Parmesan dazu. Der bringt jetzt noch ein bisschen Bums. Ne? Alles rein. Schmeckt? Ja. Ist das deins? Oder eher nicht? Doch, also für mich wäre das was. Na, das hat ein bisschen was Fruchtiges auch durch die rote Beete. Also eine gewisse Süße. Und jetzt kriegt er noch seine schöne Cremigkeit noch mit. Durch den Parmesan. In der Zwischenzeit können wir hier schon schön die Zuckererbsen hier rein. Salz und Pfeffer zu.
So, und jetzt geben wir hier die Hähnchenbrust-Roulade in dem Fall. Hep. Da ab auf den Grill hier. Jetzt werden wir hier auf jeden Fall nochmal unsere Hähnchenbrüste hier noch ein bisschen würzen. Erstmal nur salzen, Pfeffer machen wir zum Schluss. Machen wir noch einen kleinen Schluck Brühe hier mit an die Zuckererbsen mit ran. So, die Seite auch noch ein bisschen pfeffern. Weil dann fangen wir jetzt an. So, ihr Lieben, heiße Phase, anrichten. Euer Valentins Candlelight Dinner Gericht, und zwar traumhaftes Rote Beete Risotto dazu kommt dann hier schön unsere Hähnchenbrust drapiert. Komm her. Genau, die setzt ihr euch hier so oben auf. Jetzt kommen noch die Zuckererbsen drumherum. Und noch ein bisschen Kresse on top. Ja, können wir noch ein bisschen was rumrieseln lassen hier. Dazu natürlich hier
Niki ihre Blume noch dazu. Wollen wir hier noch ein Kerzel anzünden, oder? Hat jemand Feuer einstecken, ihr Lieben? So, ihr Lieben, für euch Valentins Candlelight Dinner. Gefriergetrocknete Rose. Richtig. Genau, in einem schönen Gläschen drin, ein schönes Gesteck zum Hinstellen. Und natürlich hier die Hähnchenbrust Florentiner Art mit Spinat gefüllt, rote Beete Risotto und Zuckererbsen nur für euch. Ihr Lieben, schön, dass ihr zugeschaut habt. Oder schön, wenn ihr es bestellt habt. Vielen lieben Dank dafür. Euch einen wundervollen Valentinsabend oder Tag. Na, genau. Und bis zum nächsten Mal. Immer schön Rizzo bleiben. Und hier bei Niki im Blumenatelier gibt es natürlich nicht nur die Valentinsblumen, so wie ihr sie hier seht, sondern natürlich auch noch was ein oder andere. Vieles mehr. Genau. Also ihr Lieben, in diesem Sinne, macht's gut und schmecken lassen. Ne? Ciao. Tschüss.